Konnichiwa, Scott-san. Konnichiwa und willkommen zu diesem Part Red Steel. Wie gesagt, wir zocken weiter hier im Dojo und ich hoffe, es gibt eine neue Kata für uns zu lernen. Du lernst schnell, Scott. Du bist jetzt gut genug, um einige neue Bewegungen zu lernen. Nice. Soll ich sie dir zeigen? Einige neue Bewegungen heißt tatsächlich einige neue oder ist das nur so ein Satz, der hier ausgegeben wird? Einfach nur eine Ausführung von Kuss des Skorpions, folgende Kombination ausführen. Einfach nur eine Datei, die abgespielt wird, eine MP3-Datei. Ohne Bedeutung. Es könnte ja auch sein, dass das Spiel denkt, okay, wir können mehrere lernen, aber dabei ist es so, dass wir nur eine neue lernen können. Und nein, ich hätte es doch fast geschafft. Nein, komm schon an. Mach doch! Was soll das denn? Was soll der Scheiß? Ich mach das doch. Ich mach diese Bewegung, aber es will das nicht durchführen. Mach es doch bitte. Ach, komm schon, Alter. Ach ja, ist das schön. Es gibt nichts Besseres. Also das mit der Wii-Fernbedienung funktioniert schon mittlerweile echt gut. Achso, ich darf. Ah, wunderbar. Aber irgendwie dann diese Cutters mit dem Nunchuck mit auszuführen, funktioniert irgendwie nicht so gut. Moment, steht... Ah, nee. Okay, das ist das. Hä? Aber es hat nicht gezählt. Ach Mann, ey. Komm schon. Komm schon. Hallo. Es will das nicht machen. Jawohl. Sehr schön. Jetzt nur noch einmal. Und dann haben wir es endlich geschafft. Mach halt. Lass mich das halt machen. Und wunderbar. Alter, ist das ein Krampf immer. Ups. Wow, das war cool. Ja, nee, was nicht. Ja, ganz toll. Okay. Nee. War anscheinend echt einfach nur so ein, wie heißt... Ah, mir fällt das Wort dazu nicht ein. Schau, ne? Danke fürs Training. Hm. Ja, komm. Lass zurück in den Club. Ich weiß nicht mehr, wie viele Missionen es noch gibt, aber ich glaube, es sind nur noch zwei. Also werden es so maximal vier Parts noch werden, denke ich. Bis wir... dann das Ende erreichen. Ob das Ende das Finale oder der finale Part sein wird, also das Finale des Spiels oder das Ende des Let's Plays sein wird, weiß ich noch nicht. Aber werden wir sehen. Und die Fernbedienung zieht schon wieder so komisch nach rechts. Da, schon wieder. Dreck. Hey Scott, wie geht's denn so? Gut. Hey Scott, willst du eine neue Knarre für deine Privatsammlung? Hab ich Bock. Du musst sie dir natürlich erst verdienen. Naja. Lass mal machen, ne? Du musst 80% der Ziele ausschalten, ja. So wie immer. Haben wir. MP7, glaube ich. MP7, ja. Nicht sicher.
Komm, lad nach. Nein. Alter. Du brauchst auf jeden Fall eine Knarre mit mehr Klasse. Okay. Exzellent. Das Baby gehört jetzt zu deiner Sammlung. Also am Ende war das Spiel nochmal gegen mich, aber ich hab's geschafft. Wie wär's mit ein paar Schießübungen, Scott? Ja. Oh, er hat nichts mehr. Okay. Alles klar, hier haben wir alles freigeschalten. Und wie sieht's im Nebenraum aus? Da auch alles. Hier, die fehlt noch. Das ist die Scar, glaube ich. Und die Sniper. Okay, nice. Also ich glaube, nach jeder Mission können wir eine neue Waffe freischalten. Wie es aussieht. Also was ist das hier? Hallo? Sniper, Shotgun, nehmen mal die, MP7, ja. Genau so sieht's aus. Und die wollen wir auch direkt haben. Die nehmen wir mit. Nice. Okay. Ja, aber schade, dass wir eben im Dojo nicht mehr lernen konnten. Schon wieder. Ist auch schade, dass wir hier schon wieder nur eine Waffe freischalten konnten, aber... Puh. Mir war direkt klar, dass es im Dojo einfach nur so ein Audio-Prompt ist, was abgespielt wird. Und nicht wirklich auf die Anzahl bezogen ist, die wir lernen können. Ach hier, das hatten wir ja. Die beiden hatten wir auch. Und jetzt gibt es nur noch zwei, richtig? Also sie und dann ihn. Ich glaube, er hat dann die finale Mission. Okay. Oh ja, das ist auch extrem cool. Unter Sato-samas Führung besaß ich mehrere Geisha-Häuser, die zu den elegantesten der Stadt gehörten. Doch Tokais Männer haben mich vor kurzem entmachtet. Diese Schlangen kontrollieren jetzt mein Unternehmen und Tokai hat mich durch ein vulgäres und hinterlistiges Weib ersetzt. Normalerweise würde ich mich dagegen wehren, aber das geht jetzt nicht, weil sie meine Geishas als Geiseln gefangen hält. Ja. Wir müssen sie befreien. Und stattdessen soll ich mich für dich wehren. Diese Frau, die uns beleidigt hat. Sind sie Manns genug für diesen Auftrag? So bereit auf jeden Fall, aber Manns genug? Doch, bin mir ziemlich sicher. Wir sind richtige Männer. Let's go. Okay, nice Musik. Ja, Mann. Fühl ich. Komische Sequenz schon wieder, aber... Gut. Passt schon. Okay, und da wären wir auch schon. Hörst du mich, Scott? Ja. Okay, spitz die Ohren. Mhm. Wenn du die Geschoss befreist, hat die neue Mama Son kein Druckmittel mehr. Ja. Guru, der neue Boss im Distrikt, weiß... Der neue Boss, alles klar. Ja. Hauptaus, okay. Dreckig. Alles klar. Und die Mission finde ich auch extrem nice. Vor allem das Gebäude. Ja, alles fit. Oh, dem scheint es gut zu gehen. Ja. Vor allem, weil das Gebäude so einen extrem nicen Wert hat. Ach so, und wir müssen uns da auch reinschleichen, ne? Das war auch cool. Und. Spaktrum. Ah, die Fernbedienung Spaktrum. Ich will das nicht. Ich will vernünftig aufnehmen können. Speicherpunkt. Quelles Einsatzziel erreicht. Jetzt finde die Geishas. Oh.
Wären wir fast entdeckt worden. Weiß nicht, ob wir hier auch durchsneaken können. Weiß ich nicht. Aber ich gehe mal von nein aus. Das Spiel ist nicht wirklich auf Stealth basiert. Die Musik, Alter. Ja. Wie gesagt, nicht wirklich auf Stealth basiert. Es geht direkt in die Action schon wieder. Und ich glaube, nein, ich will nicht springen. Ich will mich doch ducken, bitte. Okay. Gut, also, ich wollte es nur probieren. Aber Flower ist natürlich... Hallo? Was soll das? Das ist die Fernbedienung. Hallo? Fernbedienung, Alter. Holy shit. Moment mal, haben wir noch die... Nein, wir haben die Shotgun mitgenommen, ne? Oh, alles klar, Alter. Absolut kein Fokus mehr. Ja, okay. Sehr schön. Ja, wirklich? Wo? Oh, ich sehe ihn gar nicht. Wo ist er denn? Oh, die MP7, die haut aber ziemlich rein, ne? Die ist ziemlich geil. Macht okay Damage. Hat ein großes Magazin. So soll's sein. Sehr schön. Und genau so soll's auch gemacht werden. Hier. Hier können wir rein. Okay. Oder? Nee. Warum? Warum können wir es aufmachen? Hä? Doch, hier können wir rein. Okay. Alles klar. Können wir hier aufmachen? Nee. Hallo? Mach auf. Nee, 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 mein Freund. Der Abschaum bist du. Du kommst hier nicht raus, Gaijin. Der Abschaum ist eindeutig du. Jemand, der... der unschuldige Frauen in seine Gewalt nimmt. Die sich absolut nicht wehren können. Und sich dann so cool fühlt. Ich glaube, da ist klar, wer von uns beiden hier der Drecksack ist. Und jetzt mach dich ab. Alles klar, let's go. Boah, Alter. Geht auch direkt los, ne? Geht direkt los. Man hat keine Zeit, sich mal kurz auszuruhen. Alter, wie es rumspackt. Au. Okay, nice. Mach auf hier. Haben wir den? Den haben wir, ne? Okay. Kurz verstecken. Boah, Alter. Das war eben schon wieder richtig knapp. Ich glaube, hinter uns ist einer. Ja, so sieht's aus. Nicht nur einer. Zwei. Und der hatte sogar die Shotgun. Deswegen haben wir auch so viel Damage bekommen. Zum Glück hat er uns mehrmals verfehlt. Alter. Was eine Verwüstung. Und hier, ich glaube, ich habe schon mal angesprochen, dass ich die Architektur, also das Design der Häuser im Spiel, mega nice finde. Also richtig schön japanisch. Mega nice. Also so, nicht so modern, wie heutzutage halt die Gebäude sind, sondern traditionell, logischerweise.
Und weiter geht's. Nice. Das meiste ist echt einfach nur, yo, lauf mal kurz durch den Gang, schau dir die das geile Design an, guck mal, wie wir uns Mühe dafür gegeben haben. Und dann weiter geballert. Echt nice. So gehört sich's für so einen Shooter. Verhöre Goro und hole aus ihm heraus, wo die Geishas gefangen gehalten werden. Ich zeig dir, wie ein echter Mann kämpft, Kleiner. Ja, wirklich? Nee, nee. Ich denke, der wird starke Angriffe. Wird er nicht? Ich dachte eigentlich, er wird jetzt wieder vor allem starke Angriffe benutzen. Okay, er ist so ein Mittelding schon wieder. Ich würde auch gerne mal probieren, eine Cutter zu benutzen, aber das Spiel lässt uns nicht. Echte Männer kämpfen nicht um Frauen, oder? Hey. Okay. War nur Spaß. Ja, das will ich hoffen. Oh, wir können ihn sogar verschonen. Also wir könnten ihn sogar töten, meine ich. Wir haben die Wahl, tatsächlich. Was? Okay. Hat sich gerade so angehört, als wäre jemand verreckt. Die 7 hat nur noch 65 Schuss, aber ich behalte erstmal. Ich werde erstmal noch ein bisschen benutzen. Ich denke, wir verballern die jetzt und dann werden wir tauschen. Zum Auffüllen deiner Fokusleiste schießt du hintereinander auf mehrere Ziele. Je schneller du bist, desto schneller füllt sich die Leiste. Verschone Feinde, um Respekt, Focus Time und Spezialboni zu erhalten. Warum sollte man die Feinde dann töten? Das habe ich mich schon... Habe ich mich schon als Kiddy gefragt, als ich das Spiel gespielt habe. Achso. Was ist der Sinn davon, die Feinde zu killen? Hallo, schieß doch. Alter, ey. Komm, mach. Hallo. Schau. Ja. Wenn mir die Fernbedienung schon wieder einen Strich durch die Rechnung macht, kann ich da aber nichts für. Alles klar. Der Schuss noch. 3 Schuss. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ihn machen wir noch. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Mach dich doch jetzt weg. Alter, ne? Baller ihm fett in die Fresse. Messer ihn. Juckt den alles nicht. Juckt ihn einfach alles nicht. Alter, ey. Okay. Ich würde sagen, dann tauschen wir jetzt auch die MP7 aus. Gegen einen Revolver. Haben wir hier. Okay. Das Maschinengewehr. Irgendwie ist beides nicht mehr so gut, ne? Maschinengewehr war halt am Anfang gut. Oder AR, besser gesagt. Halt am Anfang gut. Aber da hat man auch schon gemerkt, so ein Mittelding zwischen Präzision und Magazingröße und Damage und kann nicht wirklich irgendwas gut. Und ist dementsprechend dann auch eher in den meisten Fällen ziemlich kacke. Okay. Alter. So, und nee, jetzt die bitte nicht rüber. Verarsch mich hier jetzt nicht. Unfassbar, Alter. Okay, ja, alles gut,
Alles gut, Fernbedienung. Wird doch alles in Ordnung. Und ihn können wir natürlich nicht vernünftig treffen, weil wir eine Shotgun haben. Aber wir haben ihn dennoch. Nice. Man muss einfach nur ein paar Mal öfter schießen. Und das war's dann auch schon. Alter, die Fernbedienung. Holy shit. Okay. So, runter damit. Und hallo. Was? Ja, okay. Ey, das Spiel bemerkt das? Wenn da ein Hindernis zwischen ist? Das ist cool. Das ist echt cool. Lob an der Stelle. Ist nicht selbstverständlich, wenn ein Spiel bemerkt, okay, da musst du hinschießen. Und man benutzt das Feature dann. Und laut der Logik wäre es eigentlich so, dass wenn ein Hindernis dazwischen ist, dass man dann nicht trifft und dass man die dann auch nicht zum Aufgeben überreden kann. Das ist nicht selbstverständlich, dass das so gut funktioniert. Den müssen wir hier runter. Anscheinend. Moment, aber dann müssen wir hier ins Gebäude irgendwo. Hier? 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 Hallo? Hier. Ja, leuchtende Tür. Ach, so blöd schon wieder. Mit der Waffe in deiner linken Hand kannst du das Schwert deines Gegners zerbrechen. Benutze es, um nach einem erfolgreichen Ausweichen zurückzuschlagen oder wenn dein Gegner aus dem Gleichgewicht ist. Dies ist besonders bei starken Gegnern von großem Nutzen. Alles klar, wissen wir ja schon. Und was wir eigentlich auch wissen sollten, ist, dass der Part nun endet. Wir haben eine angenehme Zeit erreicht. So um die 23 Minuten. Also würde ich sagen, machen wir dann beim nächsten Mal weiter und befolgen das Einsatzziel. Befreie die erste Geisha-Gruppe und ich denke, wir sollten auch mit dem Hauptziel dann auch fertig werden. Finde die beiden Häuser, in denen die Geishas festgehalten werden. Das ist ja ein Friseursalon oder was? So ähnlich, ne? Ja, so Styling-mäßig. Egal. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Ach, Moment! Doch, guck mal! Hier, Friseur. Klar. Ich hab nur hier das gesehen. Dachte mir so, nee, sieht nicht nach Friseur aus. Aber man sollte sich vielleicht auch mal den ganzen Raum anschauen. Wie dem auch sei. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, wenn wir die Geishas befreien.